Hallöchen da draußen und herzlich willkommen zu Let's Play Train Fever mit allen Mods, die ich so finden konnte und die nicht Beta sind und alles drin. So, was haben wir heute vor? Wir haben erstmal vor, Geld zu verdienen. Dann wollen wir uns diesen Zug hier ein bisschen gönnen und zwar ein bisschen mit Abteilwegen, weil ich glaube, da geht noch ein bisschen was. Und wir wollen vielleicht eine neue Lok vorne dran setzen, finde ich auch ganz geschickt. Wir schauen uns die Sache mal an. 1,1 Millionen kostet das Ding, kann aber doppelt so schnell fahren. Ich bin fast dafür, dass wir den heimholen, alles komplett verkaufen und dann mit Abteilwägen den voll machen. Wäre, glaube ich, eine ganz geschickte. Diese Donnerbüchse ist mir fast zu teuer, wenn ihr überlegt, die ist fast doppelt, die ist mehr als doppelt so teuer vom Unterhalt, also von den Betriebskosten. Finde ich ungeschickt. Außerdem können wir dann hier mehr Leute transportieren auf der Neubibergbahn. Die jetzt normal hier, wir schauen uns die Sache mal an. Ich habe es jetzt heute mal ein bisschen auf langsam laufen, denn das haben sich ganz, ganz viele von euch gewünscht, dass wir eine Runde auf langsam spielen. Und wer bin ich denn, um das zu torpedieren? Ich möchte heute mal eine Runde auf langsam spielen. Wem es nicht passt, der kann gerne nächste Folge wieder einschalten, denn da geht es natürlich dann weiter im Normalmodus. Aber so mal eine kleine Ambientfolge, wo man auch vielleicht mal ein bisschen die Kleinigkeiten, die Details erleben kann. Ich finde das doch auch schön, das kann man doch auch mal machen. Wir haben jetzt so viel mit Highspeed gespielt, dass es sowas vielleicht auch mal eine ganz nette Sache so nebenbei ist. Ja? So mal ein bisschen einfach der ganzen Szenerie hier folgen. Ja? Unsere Busse kommen hier, also unsere Dampfbusse, die ich im Übrigen immer noch sehr cool finde. Die Leute warten hier schon ganz eifrig und da ist ordentlich Betrieb auch drin. Finde ich ganz cool. Und ihr werdet natürlich jetzt, ihr seid natürlich mit dem Teil, der kommt ja erst für mich jetzt erst morgen raus, ist das natürlich jetzt ein alter Hut. Ich bin quasi jetzt kurz vor der Aufnahme zu meinem ersten YouTube-Livestream per Google Hangout und das wollte ich jetzt noch schnell hier vorweg aufnehmen, dieser Folge, und habe mir so gedacht, hey, machst du doch einfach eine Runde Train Fever, das ist immer entspannt, da ist man dann auch ein bisschen, kann man auch ein bisschen runterkommen. Ich finde das ganz nett. So, gucken wir mal, wie schaut's hier aus? Der neue Biberg Transfer ist ein bisschen, nennen wir es mal, ein bisschen schwierig. Und hier hat einer gesagt, ich soll doch mal schauen, ob ich nicht vielleicht die falsche Fahrbahnseite ausgewählt habe. Natürlich mache ich das auch. Aber jetzt wollte ich erstmal den Transferbus hier angucken. Der kommt ja, hier kommen die ersten Busse heim und die waren ziemlich voll, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Schauen wir mal den letzten an, der ist so quasi am Ende von der Reihe. Der hat immer noch 8 Personen dabei. Also ich glaube, diese erste Linie wird nicht mehr allzu lange im Minus sein. Und vielleicht dann so den ein oder anderen Teil hier noch fördern. Und ich glaube, das könnte ganz gut klappen. Wo willst du denn eigentlich hin? Freizeit willst du haben? Na, da musst du doch nicht so weit laufen, da kann man doch fahren mit dem Bus am besten. Du willst zum Wohnort, dein Wohnort ist in Neubiberg. Ach so, okay. Oh, da draußen explodiert gerade ein Hund. Ah, so, Fenster zu, alles gut. Ja, kann man auch mal machen. Guti, so, wie schaut es jetzt eigentlich mit unserer Neubibergbahn aus? Die ist noch auf dem Rückweg. Es geht halt alles ein bisschen einfach, also ein bisschen langsamer hier auch. In dem normalen Spielmodi. Finde ich aber jetzt gar nicht mal so schlimm, wenn ich ehrlich bin. Weil so hat man mehr Zeit, auch mal solche Szenen auch ein bisschen zu erleben. Wie diese Bahn hier ganz gemütlich von A nach B fährt, zwischen den Wäldern durchfotografiert, finde ich doch nett. Sollte man doch auch mal machen können, oder? So viel Zeit muss doch sein. Wir könnten den Zug auch mal einfach verfolgen hier. Ganz entspannt gehen wir mal dem Zug hinterher. Guck mal, was der so alles... Weil das habe ich noch gar nicht gemacht, ne? Hier einfach mal so eine entspannte Folge, wo hier eben auch mal ein bisschen auf kleine Details geachtet wird, wo wir vielleicht auch mal ein bisschen hinter dem Zug herfahren und uns mal so ein bisschen anschauen, was passiert denn eigentlich, wenn der im Bahnhof eintrifft. Auch hier mit dem Fluss, ja, finde ich ja sehr, sehr schön mit der Gleisstrecke direkt am Fluss lang. Kann man mal machen, finde ich, kann man mal machen. Und auch mit dem Text, mit dem neuen Texturen, hier, wenn man schon allein hier ein bisschen Farbmusterung in den Wäldern sieht, finde ich das doch auch sehr geil. Das gefällt mir richtig schön, also richtig gut, muss ich sagen. Und auch so allgemein einfach so die Stadt, wie sie langsam vor sich hindampft. Wenn wir immer auf voller Geschwindigkeit spielen, sehen wir das gar nicht. Da rasen die Züge hin und her, die Autos sind so schnell, da kann man gar nichts so wirklich verfolgen. Aber hier, ganz entspannt, bisschen
bisschen die Szene einfach genießen, ja. Oder auch so, das haben wir auch noch nie gemacht, dass wir einfach mal so einen Zug... Ich möchte das öfter machen, wenn wir so auf diese Hauptstrecke uns einen neuen Zug gönnen, dass wir einfach mal so eine kleine Fahrt mit her machen. Und mal gucken, was eben so passiert. Hier direkt am Flussbett mehr oder weniger geht hier diese Linie lang. Ist natürlich, sagen wir mal, schwierig. Hochwasserbedingt, meine ich. Und da kommen sie an. Wunderschön. Schauen wir mal, sehen wir da eigentlich? Wir könnten mit Sicherheit was sehen, wenn wir von der anderen Seite reinschauen. Aber nein, tun wir nicht. Jetzt schaue ich mal, ob die Wägen hier animiert sind, ob die irgendwas machen, wenn sie Bahn hält. Tatsächlich, da gehen die Türen auf. Ist das schön. Da hinten auch, sieht man hier leicht. Vielleicht kann ich das noch ein bisschen anders zeigen. Ja, da sieht man es, wie die Türen offen sind. Da wird ein- und ausgestiegen. Jetzt verlasse ich hier unsere Bahn und schaue mal die Leute hier einfach mal an, wie sie hier langlaufen. Herrlich. Schön. Wo wollt ihr hin? Sielgeschäft. Ah ja, via Röwitz Ostumfahrung. Dann wird einer mit uns fahren. Die haben hier eher das Ziel, Westumfahrung. Da geht es aber mehr nach vorne. Gucken wir mal nur die Sichtbahn, bitte. Läuft insgesamt doch ganz herrlich. Hier hinten ganz neuer Stadtteil, mehr oder weniger am Entstehen gerade, der auch nur null angeschlossen ist. Das werden wir vielleicht irgendwann mal tun. Dann nehmen wir diese Linie hier raus und lassen die hier außen rumfahren und dann hier oben vielleicht den Bogen fahren. Vielleicht bauen wir hier auch nochmal einen Bogen hin, weiß ich noch nicht. Sehen wir dann. Aber insgesamt ist das doch eine herrliche Szene, oder? Freunde, komm, erzählt doch mal. Ha? Was sagt ihr eigentlich dazu? Rein vom Gesamtambiente finde ich das schön. Finde ich schön. Die Texturen vielleicht ein bisschen einfach, langweilig, kann man jetzt auch vielleicht noch sagen. Aber generell ist das doch... Ich meine, ich finde es schön. Ich finde es echt schön. Ist jetzt nicht das monstergrafische Spiel, ja, sicherlich, aber... Hey, warum nicht? Na, wir waren hier immerhin 16 Leute am Warten und der Zug ist gerade unterwegs. Ich hoffe auch voll. Na, fast voll. Ha? Einer vielleicht wieder abgesprungen auf dem Weg. Und Neubiberg haben wir hier hinten. Und hier kommen die ersten Mechs an. Und was sagen die? Sagen Gewinn. Und Gewinn ist doch... Ach, herrlich. Das muss das sein. Wie viel stehen hier auf der Neubibergbahn? 21. Das wird auf jeden Fall mit Sicherheit noch mehr werden. Kommen jetzt die ganzen Mechs in einer Reihe an. Ich finde es schön. Ich finde es echt schön. Unser Zug leider noch relativ weit entfernt. Zumindest sehe ich ihn augenblicklich noch gar nicht. Aber der taucht bestimmt schon noch auf. Sieht man in den Max eigentlich irgendwas? Nee, da sitzt leider niemand drin. Das ist schade. Neubibergbahn immer noch hier am meisten frequentiert. Wobei hier auch die Linien gar nicht mal so schlecht laufen. Selbst die Westumfahrung geht langsam aber sicher ins Plus. Nicht die beste Linie, die wir je hatten, aber die kommt. Die kommt schon. Die ist schon am Verbessern. Ich bin jetzt mal fast am Überlegen, ob wir hier was probieren sollten, weil wir haben jetzt ein bisschen Geld. Ja, hier könnten wir doch mal schauen. Es gibt leider noch keine Busse. Aber wenn wir hier den Hauptverkehr vielleicht ein bisschen größer gestalten, nicht genügend Platz, sagt er hier, wenn wir das hier machen. Gut, das bringt ihm wahrscheinlich auch nicht viel weiter. Könnten wir hier die Stadt noch ein bisschen aufbauen, indem wir große Strecken legen. Bis zum Ortsausgang. Und vielleicht auf unseren Gesamthauptrouten, die ja hoffentlich bleiben werden, werden wir hier nochmal ein bisschen aufbauen. Das kostet ein bisschen Geld, aber teuer ist jetzt auch anders, möchte ich mal so sagen. Und dann schaue ich mir nochmal die eine Linie hier an, ob wir die nicht verbessern können. Ja, weil die nervt mich, um ehrlich zu sein, schon ein bisschen.
So. Okay, du bist die grüne Linie, die Zentralbuslinie. Schauen wir uns die Sache doch einfach mal im Pausemenü an. Legen die Strecke hier einfach, die soll eigentlich nur gerade durchgehen. Die hat eigentlich gar keinen Grund, böse zu sein, ja, und uns nicht zu gehorchen, sondern die soll eigentlich hier lang gehen. Habe ich da jetzt den falschen wieder angeklickt? Vielleicht auch nicht. Wir klicken den jetzt, oder? Könnte sein, dass es tatsächlich am Klick lag. Und er deswegen die Linie etwas angepasst hat. Wenn das der Fall ist, haben wir das Problem natürlich ja auch gelöst. Das war ein Tipp von einem Zuschauer sogar. Und dann wäre das natürlich jetzt kein Problem, wenn das so besser laufen würde. Schauen wir mal. Das könnte man bei der gelben Linie auch gleich nochmal machen. Damit die künftig auch richtig fahren. Weil wir müssen das schon schauen, dass das alles Hand und Fuß auch hat. Gerade wenn wir hier mit den Linien arbeiten. So, pass auf 2. Ich habe hoffentlich jetzt wieder nicht den falschen erwischt. Nee. Diesmal habe ich hier wirklich drauf geachtet. Aber sobald wir den hier durchlegen, funktioniert nicht mehr. Das heißt, die 2 kommt hier nur vorbei und geht hier raus. Und dann haut es uns die andere hier völlig umeinander. Jetzt stimmen die zumindest. Jetzt schauen wir mal die Westumfahrung an, was die uns denn Gutes tun kann. Weil das ist natürlich auch krampfig so. Und spätestens dann haut es nicht mehr hin. So könnte ich damit sogar einigermaßen leben. Wobei, dann fahren die zweimal den Kreis, ist auch quatschig. So ist es okay. So geht es wieder völlig schief. Ich weiß jetzt natürlich, jetzt wäre das natürlich eine sehr schnelle Linie auch. Da müsste man dann wirklich dann einen Bus wegnehmen und woanders eher hinsetzen. Müssen wir mal gucken, wie wir das am blödsten deichseln. Wenn ich den hier gleich reinsetze, haut es alle durcheinander. Also das mit der Linienführung ist, fürchte ich, noch nicht so ganz optimal. Vor allem, wenn die über eine Straße rausgeht. Wir könnten natürlich jetzt was ganz Verrücktes machen und die einfach in die andere Richtung rausfahren lassen und hier hinten noch 2 Haltestellen einbauen. Und dann hier so das Eck rauszufahren sozusagen. Dann geht die aber nicht mehr über die Hauptlinie. Wobei ich die Wiesenstraße eigentlich ganz gerne mit als Zentrum, als nochmal Umsteigeplatz hätte, aber naja. Ist halt auch total krampfig, ne? Weil dann fährt der hier so rein und so rum. Ist auch völlig bescheuert. Und der hat hier auch total komische Fahrwege. Ich lasse das jetzt mal so. Wir beobachten das Ganze jetzt mal. Im einfachen Modus natürlich. Ob sich die Linien vielleicht dann doch vertragen auf Dauer. Oh, da kommt wieder unsere neue Bibergbahn rein. Die macht auch ein bisschen Plus jetzt mittlerweile. Ganz gut sogar. Wenn wir die jetzt beim nächsten Fahren reinholen und die einfach setzen würden, könnte funktionieren. Muss nicht, könnte. Wie schaut es kredittechnisch aus? Da haben wir 3,3 Millionen als Minus. Ich hoffe, wir könnten da nochmal ein bisschen reinhauen. Jetzt 1,5 ist eigentlich schon ein ganz guter Wert, ne? Die lassen wir jetzt noch einmal fahren und dann. Die hat auf jeden Fall unheimlich viele Leute, die sie da mitnimmt. Wie schaut es denn eigentlich hier drüben aus? Linientechnisch. Holla die Waldfee, ja. Okay. Die Ostumfahrung ist hier eine weniger schöne Linie, die wir vielleicht noch ein bisschen aktualisieren könnten. Wenn wir da einen rausnehmen würden, eine Haltestelle am Kirchplatz, würde diese Linie funktionieren. Und zwar so, wie wir das wollen und nicht wie die komische Linienführung es diktiert. Dann machen wir das so und nehmen wir eine Haltestelle raus. Vielleicht ist es gar nicht mal schlecht auch, wenn wir die Linie nicht so straff machen. Denn höherer Takt, mehr Leute, die mitfahren, weil auch viele abgeholt werden. Nicht so lange Wartezeiten ist immer gut.
und natürlich dann im besten Falle hier auch ein bisschen Geld, ne? Ja, die nehmen alle hauptsächlich Leute mit hier. Wobei da nicht gar nicht, doch ein bisschen, ja, der pumpt sich schon voll. Aber die haben jetzt gar niemanden gebracht hier. Also das ist, sehe ich vielleicht noch als Fehler auch unsere Neubibergbahn mit 10 Minuten an. Die ist zu langsam. Die möchte ich schon ganz gerne mit dem nächsten reinkommenden Geld, möchte ich die erneuern. Da kommt ein neuer Zug ran und dann hat die doppelte Geschwindigkeit. Das heißt, wir müssen auch zwangsläufig alle Wägen erneuern. Und dann könnten wir da richtig gut Geld machen mit der Bahn. Wenn es dann immer noch nicht reichen sollte, dann können wir zur Not auch hergehen und sagen, hey, wir hängen noch einfach eine zweite Bahn dran und verbreitern hier die Gleise. Da hätten wir die Route schon mal ein bisschen aufgebockt. Momentan reicht uns das Einspurige hier. Ich guck gerade, wo ist das Ding abgeblieben? Ach, die ist schon im... Wie sind die jetzt so schnell da hingekommen? Ja, ich glaube, die könnten wir dann, wenn die abgegeben hat, ins Depot lassen. Und dann die neue Bahn quasi etablieren. Das Depot wird vielleicht auch nicht immer da bleiben. Oder wir gehen hier nochmal raus aus dem Ding und fahren hier am Fluss weiter. Dass es quasi auch wie so eine Art Kopfbahnhof wird. Als Durchgangsbahnhof passt der hier nicht mehr so ganz. Ich glaube nicht, dass wir hier einen Bogen reinkriegen. Und selbst wenn, wäre das ein ziemlicher Bremsklotzbogen. Also Neubibergbahn warten hier 21, das ist nicht die Welt, ne? Dafür ist das Ding einfach schlicht und ergreifend zu langsam mit 50 km/h. Das ist nicht die Welt, das ist gar nicht gut. Das müssen wir verbessern, unbedingt. Aber ich denke, das kriegen wir hin, ja, ganz ehrlich, wir haben so viele Leute, die sich hier megamäßig auskennen in den Kommentaren und wo man sagen kann, okay, wenn ich den Tipp verfolge, dann kann ich fast sicher sein, dass es funktioniert. Und das finde ich doch eine geile Geschichte, deswegen, weiter so. Jetzt lassen wir die Jungs aussteigen. Und rein ins Körbchen. Pause. So. Raus mit dir. Zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ist jetzt wahrscheinlich absolut überdimensioniert. Aber wir machen das jetzt so. Neubibergbahn, Marsch. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das sich hier vielleicht verbessert. Oh, jetzt bin ich schon wieder auf ganz schnell. Ich mache das aber auch instinktiv mittlerweile. Die wird natürlich jetzt mit 30 Leuten und 66 passen rein, also halb voll, nicht unbedingt das beste Startergebnis abliefern. Aber auf Dauer könnte das ganz gut werden und wir haben keine Schulden aufnehmen müssen, um diese Bahn zu etablieren. Jetzt bin ich nur gespannt, was in der Zukunft hier passiert, ob wir hier vielleicht dann durch die schnellere Bahn, die jetzt hier wirklich nur 5 Minuten braucht, was optimal ist, eventuell ein gutes Ergebnis am Ende reinfahren, weil der Zug ist ja auch schon, da könnte man auch mal kurz eine kleine Mitfahrerei machen. Der Zug läuft ja auch schon ganz schön so, ne? Und vor allem die Hügel da hinten. Schön. Finde ich klasse. Und der Fluss dazwischen und die Sonne so immer am Untergehen leicht. Was mir ein bisschen fehlt, muss ich ehrlich sagen, sind Jahreszeiten. Das fehlt mir so ein bisschen. Das fände ich richtig cool, wenn ein fleißiger Modder so eine Jahreszeit noch einbauen kann, die sich hier am Datum richtet. Ja. Und dann, keine Ahnung, vielleicht ein bisschen, über die Jahreszeiten halt eben so einen kleine Veränderungen reinmacht. Und beispielsweise im Herbst eher Regen, ja? Und dafür im Sommer halt mehr Sonnenschein, im Herbst, Winter geht dann so langsam die kalte und eisige Jahreszeit mit, wo dann vielleicht auch die... Das wäre natürlich auch eine Idee, ne? Wenn die kalte Jahreszeit beginnt und der Schnee fällt, dass die Leute weniger Lust haben, zu Fuß zu laufen. Ja, das wäre mal so ein Ansatz, den ich mal interessant finde. Dass die Leute sich schlicht und ergreifend sagen, hey, weißt du was? Ist zwar alles ganz nett mit dem zu Fuß laufen und 20 Minuten und Geld sparen und so, aber mit dem Zug habe ich da halt keine großen Probleme, sondern das läuft. Apropos Laufen.
Unsere Jungs sind hier nicht so am Laufen. Der macht hier schon wieder irgendwelche lustigen Ausfalldinger. Ich weiß nicht, ob das so geschickt ist, wenn man das ohne Depot macht. Also quasi ohne so einen Umdrehplatz, wenn man das nur an die Haltestellen ranknüpft. Weiß ich nicht. Kann sein, dass das, der Hauptpunkt ist, warum das Probleme gibt. Weil das hier wenden die ja automatisch. So, und dann der neue Zug ist schon fast da. Ja, also das geht jetzt natürlich mit 100 km/h, was der fährt. Geht das natürlich ordentlich schnell. Was uns das auf Dauer bringt, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Bis dahin, habt eine schöne Zeit, lasst euch gut gehen. Bye, Zeig. Auf ZeigTube. Ciao.